Ach, guck mal hier. Memory Card, geil. Speicherkarte, ein Päckchen Kokain. Speicherkarte 2, 5 von 20. Ich guck nachher. Alles da, kann losgehen. Nö, bin ich gegen, dass es losgeht. Ah, da. Oh, geiler alter Radiorekorder. Ach, das waren Zeiten, als man sowas genutzt hat. So. Ja, manchmal bin ich ja auch so ein bisschen melancholisch in Bezug auf die Vergangenheit. Gute Sharp-Radiorekorder damals. So, Schnellverkauf. Bams. So, und ja, ach, ich lasse mal soweit erstmal jetzt die Konsumartikel. Körperpanzer ist wieder runter auf null. Na denn. Dann schauen wir mal. Ich habe Ja. Waffen, kein Grund zur Sorge. Oh, ich mache mir Sorgen, wenn ich weiß, dass du Waffen hast. Denn du bist eine Flöte, Alter. So. Oh, da draußen ist ein Hai. Der sagt gerade so, Hai. In der Nähe einiger alter Autos sorgt ein Pirat für Ärger. Benutze ein Messer, um ihn nach alter Rakia-Tradition zu töten. War das nicht auf so einem Berg oben? Ganz in der Nähe musste man einen Tiger oder so jagen. Da war was. Okay, denk an dein Training. Ja, denk immer mal an dein Training und an den guten alten Schraubenbaum. Es ist ein Traum, der Schraubenbaum. Nicht, dass mich hier irgendetwas. So, dann lass doch mal auf die Karte gucken, wo das ist. Habe ich den jetzt angenommen oder? Nee, ich habe ihn nicht angenommen. Oh, der macht schon wieder Tucker-Tucker. Hey, Honk. Jungs, ihr solltet das mit den Pilzen von Dr. Earnhardt sein lassen. Das ist irgendwo. Da liegt kein Segen drauf. Da drüben, im nicht erkundeten Bereich. Weißt du was? Dann machen wir erstmal den Funkturm. Der Funkturm ist da. Okay, alles klar. Aufpassen, hier war eben ein Hai. Wie das immer so schön knirkt mit dem. Ich schmeiß euch gleich eine Handgranate da rein, wenn ihr weiter so einen Quatsch redet. Ja. Ui! Na, Hai! Ha, ich hab den Hai überfahren. Achtung! Ich bin auf dem Weg! Ich bin der Mann! So. Ah, vorsichtig. Wir wissen nicht, welche Entitäten uns hier gegenüber stehen tun sein. Das sieht nach Seilrutsche aus. Ach, guck mal. Geldi Geld. Okay. Ja, ich will heute mal ein bisschen in der Hauptstory weiterkommen. Deswegen müssen wir heute zur Medusa. Es ist nicht das Schiff, das wurde mir jetzt inzwischen bestätigt, wo wir infiltrieren müssen und so. Ja, da müssen wir wohl auch infiltrieren. So hat es zumindest unser Freund hier gesagt, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Dennis, glaube ich. Dennis the Menace. Leg dich doch nicht hin, du Kackviech. Oh, das sind mehrere. Oha. Der ist auf dem Weg hierher, das Kätzchen. Der hat gerade Bock. Aber das sind, glaube ich, Leoparden. Und Leopardenfelle brauchen wir ein paar viele. Nur doof, dass ich den jetzt aus dem Auge verloren habe. Oh, eine Höhle. Da können wir natürlich auch mal reingucken.
Ich sollte mal möglichst bald den Leoparden, den ich eben gesehen habe, markieren. Also ich habe einen markiert und einen nicht. Wie viel ist aufgenommen? Nimmt auch alles auf? Ja, Facecam ist an. Wir nehmen seit einer Folge auf. Holy Schissel, das geht ja ganz schön schnell hier. Oha. Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich mir sicher, dass ich Leopardenfutter bin. Wo ist denn der Markierte jetzt geblieben? Weißt du, schnell. Vielleicht kann ich die ja von oben markieren. Aha. Boah, der wackelt schon wieder so, der Turm hier. Das sieht doch wie ein Feindeslager da drüben aus. Ja, wir sind ja auch im auf Feindesland, ne? Das ist mal klar. Boah. Heute so gar nicht meins hier. Oh, Jump'n'Run. Wow. Ja, Jump'n'Run auf ganz besondere Art und Weise. Nee, ich will aber nicht den... Da sind Rehe. Lass mal einen Schluck trinken. Meine Stimme fällt auseinander, wenn ich nicht bald mal was trinke. Jetzt laufen da unten Rehe durch die Gegend, um mich abzulenken. Die Leoparden wären mir eigentlich ganz recht. Wir brauchen deren Felle. Um mir einen Schlüpper zu machen. Ich weiß, dass da jemand gut drüber lachen kann. Also jemand außer mir. Ja, da geht's hoch. So, da ist eine Leiter. Und da gehen wir mal hoch. So. Ja, und ich bin nicht alleine mit der Annahme, dass das mit dem Messergriff hier auf das Schloss kloppen absoluter Schwachsinn ist. Das ist Blödsinn, das funktioniert nicht. Egal wie stark du bist, egal wie toll dein Messer ist, du kannst ein Rakyat-Messer haben. Ein goldenes Geschütz. Und, oh, da ist ja viel zu holen. Cool. Also ich erinnere mich auch hier an einiges vom letzten Jahr. Ja, ich gucke mir das hier mal noch mal ein bisschen an. Da ist eine Seilrutsche und da ist eine Seilrutsche. Kann ich beide nehmen? Wie sieht es mit der aus? Nö. Ich glaube, da würde ich auch einfach mal eben in ein Feindesnest reinrutschen. So, jetzt vorsichtig. Man weiß nicht, ob hier unten nicht vielleicht... Och. Reh. Dann lass uns doch mal gucken. Hier gibt es sicher auch was zu holen. Ja, genau, da guck mal. Da ist eine Beutekiste. Die holen wir uns mal. Ja, wo soll die sein? Hier vielleicht? Ja, da. Genau. Okay, 30 Ocken, die uns locken. Das tut Bocken, meine lieben Socken. So, Reh. Nein, ich werde jetzt keine Rehe jagen gehen. Bin ich blöd oder was? Nicht antworten. Ich will einmal, hier war eine Höhle. Die sieht interessant aus. Und alleine schon meine Männlichkeit animiert mich dazu, Höhlenforscher zu sein. Oh, das sieht aber mal interessant aus hier.
Eieiei, hey, 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 Honk. Also würde mich jetzt nicht wundern. Aha. Ach, guck mal, hier wurden Filmaufnahmen gemacht. Ah. Wunderschön. Da ist sogar ein Projekteur. Hauptsache kein Projektil. Mhm. Eine Kettensäge, eine Schere. Ein nettes Bett zum dran fesseln. Alter Schwede, hier ist irgendwas, aber mal ganz krank, ne? Ich glaube, ich erinnere mich da auch an was. War es hier nicht irgendwo, dass wir der einst ein Encounter mit was haben? Schnucki, Hucki, Maka, hey, 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 Honk. Oh, hey, 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 Honk. Oh, ein Fähigkeitspunkt erhalten. Aber ich glaube, wir können nur dieses hier, diesen Tod von oben. Mit 4 wirfst du dich auf einen Gegner und tötest ihn. Ja, tatsächlich. Ja, das ist das Ding. So zwingt einen das Spiel dazu, in der Hauptstory weiterzugehen. Oh mein Gott. So zwingt einen das Spiel, in der Hauptstory weiterzugehen. Weil man die Fähigkeiten nämlich erst freischaltet, also die Möglichkeiten, die auszuwählen. Ei, ei, ei. Ja, ich glaube, hier sollen wir noch gar nicht sein, weil hier kommen wir auch irgendwann in der Hauptqueste an. Glasierte Tafel. Glasierte Tafel. Blasierte Tafel. Ja, hier draußen ist ein ziemlich großes Feindeslager. Wenn ich da jetzt rausgehe... Oh, ganz viel Drogen. Ungelogen, tierisch viel Drogen. Also, nee, also ich kann hier ohne weiteres ein bisschen rumlooten, ne? Aber, ja, hier die Treppe. Ach ja, wir kommen nämlich nachher von der anderen Seite rein. Und dann war irgendwie das was? Was? Ich gehe mal lieber runter. Ja, hier stehen Container davor. Ja, ja. Nee, ich gehe da jetzt aber mal nicht raus, weil ich weiß ganz einfach, das wird... Ja, ich habe jetzt keinen Bock auf Massenkämpfe. Jetzt noch nicht. Später, ja. Nee, da werden wir später, wenn wir hier nochmal rein dürfen und dann... suchen wir nach einer unserer Freundinnen. Ich glaube, die Lebensgefährtin hier von Jason Priority. Ja, es hört nie auf. Jason Priority. Und da wird dann hinterher ein Hotel in Brand gesteckt, wo wir dann rausfliehen müssen. Das gibt dann eine tierische fucking Quicktime-Event-Geschichte. Ja, ja, da erinnere ich mich dran. Nein, ich habe das Spiel letztes Mal nicht zu Ende gespielt. Aber ich wusste gar nicht, dass das hier war. Okay, dann weiß ich auch, wo der Todauftrag ist, also wie das da aussieht. Ich würde jetzt hier gerne... Oh, guck mal, schön viele Relikte. Viel, viel Hocker, hey, 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 Honk. Aha. Ach, guck mal, was ein schönes Auto. Aber interessiert mich jetzt auch mal eine Wurst. Rakiat, überfahrt mich nicht. Ja, dann darfst du nicht so blöd in die Gegend laufen, Honk. Ja, hast ja einen Punkt. So. Okay. So, ich guck mal hier so rüber. Ich würde ganz gerne noch mal dahin, wo eben die Leoparden waren, weil wir brauchen Leopardenfälle und es ist so dämlich, wenn wir hier die Leoparden direkt... wenn die sich sozusagen schon so dirnenhaft anbieten. Mein Beuterucksack ist voll, Freunde. Ja, dann kann ich ja sowieso nichts machen. Weißt du was? Dann muss ich einmal zum nächsten Außenposten reisen. Waisenpunkt hier. Oder ist sowieso noch eine Truhe. Ja, wir haben ja jede Menge Truhen und jede Menge anderes. Warum ist mein Inventar ständig voll? Ja, weil du ständig lootest, Kollege.
Aber immerhin 183 Ocken, die mich locken. Okay. Inventar auffüllen muss ich nicht. Warum? Dann habe ich auch sicherlich volle Rüstung. Ja. Dann würde ich doch sagen, verkaufe ich noch ein paar Blätter. Weil irgendwie, weißt du, da wir die blauen noch nicht brauchen. Ich weiß, das wird mir leid tun, spätestens wenn wir sie brauchen. Hört sich komisch an, ist es auch. Ja, da weiß ich ja auch. Da gibt es später eine Spritze, die finde ich irgendwie leicht OP. Ja, 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 kann man so sagen. Das ist die richtige Bezeichnung, OP. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem Sendeturm rüber. So, aber wo ist denn jetzt hier eine Truhe? Also hier auf der Insel gab es auch, sag schon, Leoparden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und mich wundert es eigentlich, dass keiner von denen uns zerfleischt hat. Weißt du, die Rakyats sind hier schon wieder verschwunden. Hat wahrscheinlich inzwischen der Leopard gefressen, den Kram. Oh, ein Pokerchip. Pokerchip. Alter. Ja, ich bin albern. Das ist meine Profession. Ja, vorsichtig. Es ist komisch. Letztes Mal waren hier entweder Tiger oder Leoparden. Ja, hier, guck mal da. Die Rehe habe ich letztes Mal auch gehabt. So. Ja, aber dann waren hier Leoparden. Ja. Guck dir das an. Die Rakyats sind schon wieder weg. Ich nehme mal das Boot hier. Und dann fahren wir noch mal rüber zu dem... Ja, ich will mich ja nur vor der Hauptaufgabe drücken. Weil ich weiß, dass... also seit mir hier ein Gamer-Kollege erzählt hat, was das noch mal war mit der Medusa... da habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also das ist eigentlich fast noch schlimmer als die Infiltration dieses anderen Schiffs, von dem ich erzählt habe. Warte. Ach so, Rehe. Es sind überall nur noch Rehe. Ich höre, oh mein Gott. Nö. Ja. Und hier in der Gegend war das doch auch, wo man den schwarzen Panther dann später erlegen musste. Rehe, jetzt hört mal auf, da rumzulaufen. Ich bin immer kurz davor, ein Reh zu markieren. Und ich finde das ja doof, dass die dann das gleiche Symbol kriegen wie ein Raubtier. Das weitaus gefährlicher ist. So, jetzt bin ich schon fast beim Todauftrag. Nein, du fügst jetzt nichts, Kollege. Ja, hier war das doch. Hier war doch der schwarze Panther, den man später jagen musste. Aus irgendeinem Grunde. Ja, natürlich, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Hey, 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 Honk? Da war eben hey, 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 Honk. Schnucki Mucki, ja, hey, 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 Hock. Warte. Hock. Eieiei. Ah ja, da unten ist das Lager, von dem ich erzählt habe. Da geht nämlich die Höhle geht von da hinten nach da durch.
Und dieses Lager müssen wir dann auch irgendwann räumen. Ach, da unten geht's auch rein. Hey, hey, Honk. Der sagt doch, hey, 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 Honk. Ja, ruft mich. Hol mich hier mal ab. Hey, 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 Honk. So. Ach ja, das war so ein Haus auf einem Berg, wo der Todauftrag ist. Jump and run. Ui, das hat gut geklappt. Was? Aber ja, das war nochmal schnell speichern bei diesem Spiel. Ach du Scheiße. Warte mal. Bleib doch mal stehen, du Vogel.